Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Kollege Fussem steigt ja immer gerne ein mit einem Zitat. Das würde ich jetzt gerne auch machen, mit Erlaubnis der Präsidentin. Und zwar ein Filmtitel aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray in der Hauptrolle. Viele haben ihn von uns gesehen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Erzählt ja eine Story in einer US-Kleinstadt, wo sich seltsamerweise immer einmal im Jahr Dinge wiederholen, die im Jahr vorher schon waren. Und das hat der Kollege Becker ja eben völlig richtig hier vorgetragen. Dass sie immer jedes Jahr im Sommer interessanterweise mit diesem Thema hier, ich wusste, dass es Amüsement auslöst, immer mit diesem Thema hier um die Ecke kommen und ihre alten Anträge aus dem Vorjahr recyceln. Und ich würde jetzt nicht so scharf kritisieren, wie das der Vorredner gemacht hat von der SPD-Fraktion. Ich habe da ein gewisses Verständnis für, weil man natürlich immer für den E-Mail-Verteiler, für die Homepage, für die Newsletter, für eine Pressemitteilung auch Material braucht. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber Ihr Antrag ist ja überschrieben damit, dass Sie uns sagen, NRW braucht neue Ideen. Und lieber Kollege Fussem, ich habe mir den Antrag intensiv durchgelesen. Von neuen Ideen habe ich da sehr wenig gefunden, bis gar nicht. Es wird auf Hessen rekurriert. Da würde ich, also nehme ich mir an, dass ich mir das mal genau angucke. In Hessen gibt es ja einen guten Verkehrsminister seit mehreren Jahren. Und wenn es da in Hessen fortschrittliche Dinge gibt, früher hat man ja gesagt, Hessen vorn, dann übernehmen wir das hier sicherlich gerne. Jedenfalls werden wir das mal prüfen, ob die Hessen da innovative Konzepte haben, die wir in Nordrhein-Westfalen noch nicht haben. Aber wenn man sich den Bericht genau anguckt, der im letzten Jahr von Seiten des Ministeriums vorgelegt worden ist, Mitte Juni im Ausschuss, dann sind quasi alle Punkte, die Sie anmahnen in Ihrem Antrag, vom Haus aufgegriffen worden, werden längst entsprechend durchgeführt. Auch in Ihrer Rede, als Sie eben in Ihrer Rede sagten, die Landesregierung hat gar keine Konzepte oder keine Ideen. Das ist eindeutig falsch. Wir haben ja beispielsweise mit dem Beitritt bei der DEGIS gezeigt, dass wir neue Planungskapazitäten und Reserven schaffen wollen. Wir haben Stellen neu geschaffen, also es gibt einen Stellenaufwuchs beim Landesbetrieb im Gegensatz zu der Zeit, wo Sie regiert haben, weil Sie haben ja gerade in diesem Bereich massiv Stellen abgebaut, also über das Maß hinaus, wo in der Landesverwaltung Stellen reduziert worden sind, ist ja bei Straßen NRW gekürzt worden. So, und jetzt gibt es die Krokodilstränen, dass wir zu wenig Planungskapazitäten haben. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber wenn Sie jetzt sagen, es ist nicht reagiert worden, es gibt keine neuen Konzepte, dann ist das eindeutig falsch. Wir haben neue Stellen geschaffen, sind der DEGIS beigetreten, etc. So. Sie haben ja mehrere Forderungen aufgestellt. Ich würde bei einem Punkt zumindest Sie bitten, noch mal zu überlegen, nämlich bei der Frage der Nebenangebote. Mein Stand ist, nachdem ich mich mit der Materie beschäftigt habe, dass das Einholen von Nebenangeboten, von zusätzlichen Nebenangeboten, dazu führt, dass Planungsprozesse deutlich länger dauern, jedenfalls deutlich länger dauern können. Und wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen hier Beschleunigung in diesem Bereich, wir müssen schnellere Prozesse haben, dann ist das Einholen von zusätzlichen Nebenangeboten genau das Gegenteil davon. Und deswegen ist es ja auch von Seiten des Ministeriums bisher nicht aufgegriffen worden. Aber alle anderen Punkte, die Sie in Ihrem Antrag nennen, also wir müssen jetzt ja auch nicht die Situation besser reden, als sie ist. Wir sind ein Land, was vom Stau geplagt wird. Das ist keine Frage. Aber man muss auch so ehrlich sein, liebe Kollegen von der CDU-Fraktion, es ist der größte Ballungsraum, den wir in Europa haben. Wir sind ein absolut dicht besiedeltes und ein dicht vertaktetes Land. Und wir haben es auch zugelassen, alle Landesregierungen der letzten Jahre und Jahrzehnte leider, dass unsere Infrastruktur auf Verschleiß gefahren wurde. Das, was wir heute an Sanierungsbedarf haben, das ist selber über Jahre und Jahrzehnte produziert worden, weil von Anfang der 90er bis vor kurzem ein Großteil der Mittel in den Osten für Aufbau Ost gegangen ist. Und es gibt leider keine Sanierung und keinen Aufbau West. Und das steht jetzt an. Ich glaube, da sind wir alle miteinander einer Meinung. Aber es jetzt ausschließlich auf diesen Bereich zu reduzieren, also auf die Frage Baustellenmanagement, finde ich verkürzt. Und einen Satz zum Abschluss. Schluss noch zu der Frage Nachtbaustellen. Es werden Nachtbaustellen ja regelmäßig angewendet. Wer manchmal mit dem Auto unterwegs ist oder regelmäßig, sieht das auch. Aber es ist auch eine Frage von Arbeitsschutz.
Es ist auch eine Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Arbeitsschutz, die Frage Nachtbaustellen. Also es muss auch die Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Bauarbeiter, gewährleistet sein. Also per se zu sagen, der Einsatz von mehr Nachtbaustellen sozusagen führt zu einer Beschleunigung, muss abgewogen werden mit der Frage Baustellensicherheit und Schutz der Menschen, die dort arbeiten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Glocke.